einmal wollte ich für euch Tacos machen. Während der Fahrt ging es mir auch nicht so gut. Hey! Na, wen haben wir nachgemacht? Talk to me, it's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down, I know you want it. You wanna take a leap and... Der Ibi hat für uns Essen vorbereitet. Sieht gut aus. Das ist zum Teil ganz frisches, was er gemacht hat, und zum Teil auch, glaube ich, das von gestern. Das ist natürlich jetzt noch leckerer, weil es gut durchgezogen ist. Go Trump! Yeah! Überlegen, ob wir nach Kanada auswandern. Ganz viele Amerikaner haben das nämlich gegoogelt. Echt? Ja? Nein! Ich gehe jetzt mit der Claudia einkaufen und, oh, ich muss die Claudia rauslassen, er hat nämlich nur Jeans. Wir gehen jetzt in den türkischen Laden, ja, und gehen am besten noch, wie viele haben wir eigentlich? Wegen der Patricia und den Kindern. 10:50. 10:50? Mhm. Okay. Gut, mein Lieber. Bis später, sonst fliegt die Kamera. Yaz Gülü? Das, Yaz. Yaz Gülü. Yaz Gülü? Ja. So, meine Lieben, wir sind jetzt mit Claudia beim Yaz Gülü. Und ich werde ihr mal zeigen, wie es hier beim Türken aussieht. Süßigkeiten. Ja. Was, also ich habe schon mal Weenie geholt und Schokolade mit, Pistazien. Ah, das ist eine türkische Marke. Ja? Ja. Okay. Die ganze Nuss, ne? Ja, genau. Oder dem Pulver? Nee, Pulver ist meistens nochmal gestreckt mit, nee, mit anderen, sag nur mit... Mit Holz. Mit Holz, genau. Nee, mit... Stoffen, die das haltbar machen. Ah, okay, ja, ja. So, das ist Muskatnuss. Ja. Und das schmeckt dann am besten. Frisch ist es am besten. Also einmal wollte ich für euch Tacos machen. Wie macht man das? Mit was? Also ich brauche Rindfleisch und die Tortillas. Tortillas? Gibt es hier? Aber die Mais-Tortillas. Hillary Clinton im Präsidentenamt gehofft. Was Ihnen Kopfverbrechen bereitet, Donald Trump ist für Sie unberechenbar. Als Politiker... Seems like you feel the stars to fade out. Das Brot, Claudia, würde ich dir empfehlen, einfach auf dem Rücksitz. So, wir sind jetzt in Darmstadt angekommen. Claudia, da kaufen wir uns mal jetzt Center Drinks. Welches ist das höchste? Einmal das kannst du ausfüllen. Ja. Und Euro-Jackpot. Okay. 2, 3, 4, 5. Und da 6 Stück. 6 Stück. Und wenn wir gewinnen, gehen wir in Las Vegas in den Casino. Genau. Verdoppeln alles. Verdoppeln alles. Aber in die Minusrichtung. Wir hatten nichts, dann haben wir noch mehr nichts. Oder beziehungsweise noch mal nichts. Moment, wir müssen das aufteilen, das ist unser Glück. So, bitteschön. Ja. Wie, bitteschön? Das sind deine dann. Achso, das ist dann meine, ja. Moment, ja. Doch, jetzt stimmt's. 2, 2 jeder. Ja. Was für Portemonnaies wir beide haben. Ja, ich bin immer so. Ich habe meine Portemonnaies immer verloren. Dankeschön. Danke. Ja, deswegen benutze ich keine mehr. Die sind immer geklaut worden. Moment. Oder ist das dreckig? Das ist ein bisschen dreckig.
du die ganze Zeit mit einer dreckigen Kamera? Ich bin auch ein dreckiger Kerl. Ich bin ein Dreckskerl. Jetzt ist es scharf. Jetzt? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Außer, dass ich bei Nageldesign war, Video geschnitten habe, nicht filmen konnte, weil mein Kreislauf sowas von im Keller war, dass ich, als ich bei den Nägeln war, ich saß ja nur, mir so schwindelig wurde, dass ich ein Glas Wasser trinken musste und dachte, jede Minute umkippen zu müssen oder umzukippen. Und während der Fahrt ging es mir auch nicht so gut. Dann kam ich eben zu Hause an, habe den Schlüssel der Achille gegeben. Der Idi ist nämlich mit der Claudia unterwegs und die sind am Einkaufen und holen noch Wasser. Ich glaube, beim Türken waren sie gewesen. Und jetzt alleine durch das Reden merke ich, wie es mir total schlecht geht. Ich werde auch immer heller und heller die letzten Tage. Aber jetzt gerade geht gar nichts mehr. Mir ist im Sitzen schwindelig. Gott, was ist mit mir los? Ich hole jetzt die Selin und dann den Can. Und versuche mich mal kurz hinzulegen. Ich habe gegessen, der Idi hat ja Essen gemacht, das war alles super. Und ich kann es mir nicht so ganz erklären, außer ich habe ja ein paar Tage lang keinen Weizen gegessen. Ich habe versucht, glutenfrei mich zu ernähren. Aber habe es abgebrochen, weil es bei uns halt so oft Weizen gibt und ich gemerkt habe jedoch, dass ich es irgendwie vielleicht doch nicht vertrage. Und was ich heute gegessen habe, war alles wieder Weizen und ich bin müde und Schwindelanfälle. Keine Ahnung, ob das sein kann. So, hierbei hängt unser ganzes Zukunft ab. Entweder 3 Euro oder, 75 haben wir. Drückt uns die Daumen, so. Ja, bitte. Für 3 Euro. 75. Kann unser Leben sich entscheiden. Genau. So gab es die damals nicht. Ich kenne nur die. Ja, die sind neu, die Großen. Ah, okay. Weil das sind Mutierte. Das sind Dinosaurier. Yeah. Überraschungseier. Das ist für ganz große Kinder. Das ist neu. Wow. Ach, sind dann da so von Kerle irgendwas drauf? Nee. Doch. Ja? Weiß ich nicht, guck mal. Für ihn sind dann kommen da irgendwelche Frauen raus? Kommt hier ein nackter Mann raus? Ich hoffe, der sieht gut aus. Also nicht für mich, dass er gut aussieht. Nee, da ist dann was anderes drin. Das ist schon auf. Nein, das war schon auf. Also. Da ist irgendwas drin. Was ist denn das? 15 Milliliter, was ist denn das? Oh, Claudia. Sorry. Das. Doch. Nein. 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 Ich habe bald ganz viele Millionen auf dem Konto, ich kann es mir leisten. Das ist auch süß gemacht, das gab es damals auch nicht. Mon chéri. Aber du, Claudia, das ist wirklich jetzt ganz neu. Süß, ne? Ja, das gab es aber jetzt hier jetzt auch nicht, glaube ich. Ich kaufe später noch. Als ich in Amerika war, Claudia, ja, bin ich genauso wie du durch die Gänge geirrt. Ich schwör's dir, ich war in jedem Durchgang. Ich hab das so... Ich bin jeden Durchgang bin ich durchgelaufen. Dieses erste Mal Sehen-Feeling ist so genial. Es war echt schön. Ja. So fühlst du dich jetzt auch, oder? Ja, so schön. So schön alles. Ich will alles mitnehmen. Die Kinder lachen sich immer weg, wenn die das sehen. Ja? Ja, ja. Guck mal, Papa, ein Blumenstrauß von Nudel. Die Itzi vor allem. Das macht die Patrizia immer gut. Muss ich mir auch angewöhnen. Was ist die lässt das da stehen. Dann kann man besser gucken. So, dann sieht man wenigstens auch mal den anderen, der da so viel sinnlos kommentiert. Hä? Und das ist das Klassik? Ja, es gibt dann von der Marke mehrere unterschiedliche Geschmäcker. Da ist es genau, 99 Cent Black. Das ist aber gut, das war jetzt, es wird selten runtergesetzt. Also das ist wie Red Bull. Energy Drink, aber anders. Ich nehme mir auch eins. So, wir haben alles? Ja. Alles klar. Gut, warum machst du nichts in den Korb rein? Genau. Ich bin doch so ein starker Kerl. Ohne Taurin, ohne künstliche Farbstoffe, vegan, glutenfrei und laktosefrei. Jetzt liebe ich es.
Den kannst du auch trinken. Also, wirklich erfrischend. Es hat gelungen. Black Achai schmeckt der Patricia. Obwohl ihre Mama heißt Patricia. Mhm. Und der Papa Klaus. Genau. Also lag ich gar nicht so richtig. Der Claudia hat es geschmeckt und wir fahren jetzt nach Hause. Hi! Na, wen warte, haben wir nachgemacht? Scheiße. Okay, wir dürfen nicht zu viel verraten, sonst kommt das raus. Yeah! Okay. Wir haben ganz viel eingekauft. Yep. Guck mal, diese Tür. Brauchst du nicht, wenn du mal zumachst, brauchst du nicht runter zu machen. Nicht nur mein Auto ist cool, sondern ich auch und ich bin so stark. Mein Gott, habe ich viele dumme Sprüche drauf. Die Milch! Was ist los? Die Milch! Milch, fällt die Milch. Das Brot. Oh. Hier! Was ist mit der Milch? Ist die kaputt? Die wird zu Sahne, beeil dich! Lass mal raus. Der Bernd kommt ja dann hier. Ah, okay. Also die da wohl nicht so machen kann. Ja, ist okay, Edi. Ist okay. Man darf nicht alles nicht sehen. Ja, ja. Okay. Was ist in dieser Black Achai drin? Hm. Scheiße. Eigentlich wollte ich Tor zumachen. Ja, so, nee, ja, lass ja, das aber Tor dann hörst du ja anders. Lass, ja, ja, dann ja, lass das Tor auf. Ich habe das ja mit, also mir schon gedacht. Und hab gesagt, ja, der Bernd kommt doch wegen Johanna. Und dann bin ich raus. Bin von da rein und hab zugemacht. Geil. Hallo, Celine. Hi. Nimm die Milch, die geht sonst kaputt. Ja, Maria. Hallo. War das lange? Oh, ihr wart noch. Hier, Schatz. Nee, die Kamera. Also. Wir hatten einen sehr schönen Tag, obwohl wir keine Schuhe und Handtasche gekauft haben. Hier, Mama. Mama, kannst du halten? So, meine Lieben, ich muss unbedingt mit Jan und der Krippe und einen Mittagsschlaf das Ganze ändern. Zu Hause und in der Krippe darf der Gianni einfach nicht mehr so lange schlafen. Er ist immer noch wach. Und ja, naja, das wird die nächste große Aktion bei uns sein, den Gianni das etwas anders beizubringen. Es ist spät, Patricia gehört ins Bett und ich verabschiede mich von euch. Und wir sehen uns dann morgen. Sommertag. Sommertag. Bibi und Tina. Bibi und Tina. Wir sehen nur die Gabel. Wir haben nur was Kleines gefunden. Ja, dann hast du jetzt halt kühler, aber genau. Dann machen wir es sowieso. Sie will es nochmal kühler machen. Mhm.